Okay, die Reise beginnt. Karl Kestis, ein ehemaliger, was? Jedi Padawan hatte sich seit Order 66 auf Prakal versteckt. Karl hat sich einige Schrottsammlern angeschlossen und jahrelang im Verborgenen gelebt, gab seine Tarnung aber auf, als er die Macht nutzte, um seinen Freund Brauf vor einem tödlichen Sturz zu retten. Dies führte zu einem Angriff der unerbittlichen zweiten und neunten Schwester. Die neunte, genau, das war die große, die uns runtergeschmissen hat. In letzter Sekunde wurde Karl von zwei geheimnisvollen Fremden gerettet. Carrie und Kreese. Mittlerweile sind sie auf dem abgelegenen Planeten Bogano eingetroffen, um die Geheimnisse eines alten Gewölbes Du zu nicht? lüften. Vergessliche Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen? Boing, boing, boing. Okay. Genau, denn da beim Roten kommen wir gerade her. Was? Wieso ist das rot? Also, ja, okay, alles klar. Das war unten. Das konnte man nicht aufmachen. Okay, verfügbar, Spieler unerkundet. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Dorthin müssen wir. Ich fühle es. Wie jetzt hier die Kamera. Also. Nein. Ah, danke. Jetzt gehört mir die Cam wieder. Gut. Da können wir reinschlupfen. Warte. Das ist doch das, wo wir hochgeklettert sind. Ach, jetzt sind wir hier. Okay, alles klar. Okay, wir sind wieder am Anfang. Gut. Okay. Mich so hochziehen will ich auch können. So, gut. Dann waren wir ja intuitiv richtig. Hä? Aber jetzt kann ich mich umschauen. Komisch. Zerklüftete Ebene. Na gut. Dann gehen wir mal hier weiter. Boing, boing. Na gut, come on. Let's go. Die große Kluft. Oh. Du hast alles kartografiert. Blockt. Okay. So kann man die Ebenen switchen. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Ja, ich würde sagen, hier drüben. Kann ich da einfach runter und der hält sich fest. Oder nicht?
Ja, eigentlich, okay, der fällt nur runter. Na du? Na du, Schlingel. Ja, was ist los? Ja, was ist los? Ja, was ist los? Ist das ein feiner Junge? Scannst du wieder? Okay. Ach krass, jetzt bekommen wir hier so eine fette Geschichte. Graben sich in den Boden ein, um den Gegner zu täuschen, ehe sie angreifen. Einfacher zu parieren, lass dich nicht umzingeln. Die gleichermaßen verbreitete wie lästige Burgratte ist ein Raubtier. Das soll eine Ratte sein. Okay. Das sich von kleineren wie Buckling ernährt. Ihr schlechtes Augenlicht macht sie zu einer leichten Beute für ihre natürlichen Feinde, die Okto. Aber warum greifen sie dann mich an, wenn es heißt so, ja, die greifen kleinere Tiere an? Vielleicht bin ich im Star Wars Universum ein kleines Tier. Wo willst du hin? Hast du was gefunden, BD1? Neues Ponchio-Material erhalten. Schrottsammler, Jacke, Dämmerung auf. Nee. Soll ich das wechseln? Im Pausemenü. Na hier. Aber gibt es mir was? Oder ist das einfach nur optisch? Ich glaube, das ist einfach nur optisch. Deswegen werde ich das nicht machen, weil das sieht dämlich aus. Hui! Okay. Speicherpunkt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ruhe dich aus, um Leben und Macht zu regenerieren. Du musst dich nicht ausruhen, um deine Fortschritte zu speichern. Ruhe dich aus, dann respawn deine Gegner. Na gut. Leben, Fokus und Stim-Verhältnisse. Okay. Wahrscheinlich einfach nur, damit man sieht, dass der wieder da ist. Okay, alles klar. Dann Hüpfi! Wuhu! Surprise, Motherfucker! Oh nein, da ist so eine Riesenkröte. Lauf weg! Wohin? Die ist gerade beschäftigt. Okay. Wo ist die Kröte hin? Nein! Halleluja! Wieso ist sie jetzt hier? Kann die spucken? Ajo! Ich bin so hässlich, deswegen bin ich sauer. Junge. Schnell, Hilfe! Dankeschön. Oh, wow. Oh, verdammt. Das hätte ich jetzt nicht machen müssen. Schnell speichern. Und wieder weiter. So. Ah, da oben ist noch was. Wow, das war knapp. Oh, da unten ist auch noch was. Ah, hi. Das war super knapp. Oh nein, ich komme da nicht hoch. Gibt's keinen Fallschaden? Ajo. Irgendwie ja nicht, oder?
Sehr gut. Parafisch. Parafische leben in großen Wasserkörpern und fressen primäre Algenfasern und andere Pflanzen. Während die Algen knapp sterben, viele der Fische. Ihr Zerfallprozess erhöht den Säuregehalt des Wassers. Okay. Hüpft da so rum wie so ein kleiner Rabauke. Ach so, nochmal. Nee, oder auch nicht. Okay. Wie komme ich da hoch? Hm. Wo geht's da lang? Wieder weg. Nee, aber das ist viel zu weit weg. Mm. Aber hier kommt... Zeig mir nochmal die Karte. Ne, hier geht's weg. Ich muss doch irgendwie da hochkommen. Mit fetten Anlauf hier. Nee. Da ist sogar... So komme ich auch nicht hoch. Da ist doch sogar so ein Vorsprung. Hier, der da. Komm, das muss doch gehen. Nee. Wieso ist da denn ein Vorsprung? I don't get it. Ich probiere es noch einmal. Oder, das ist dann später, wenn ich an der Wand entlang laufen kann. Oh. Wieso laufe ich immer zuerst hier hin? Das ist voll doof. So, gut, dann geht's mal weiter einfach. Nächstes Mal kommen wir dann her, wenn wir das über die Wand laufen können. So. Oh je, ich freue mich. Siehst du was da drin? Wie der dippelt. Das ist so süß. Ich freue mich schon, wenn wir es mit der Riesenkröte öffnen können. Da links ist doch was. Ach, jetzt checkt er das. Nee. Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündeten. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Laufe und springe. Okay.
zu mir. Ach komm. Plump. Schon, finde ich auch hier. Streng dich mal mehr an. Gut, nochmal. So. Geschafft. Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündeten. Ich erinnere mich an alte Tricks. Okay. So, gut. Jetzt können wir das auch. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Ja, ich weiß, dass wir hier auch dahin müssen. Ah, jetzt zuerst geht's hier lang. Beziehungsweise. Ne, wir müssen. Okay. Aber wieso können wir dann hier rum? Warte mal. So, sehr schön. Ich wette, das werde ich sehr bald wieder vergessen. Diese Tasche stammt von Coruscant. Der Rat der Jedi hatte ihn frustriert. Oho. Der Forscher. Jemand hat hier für einige Zeit gelebt und in diesem Wort. Ja, das wissen wir. Achso, Frustration. Die abgegebene Tasche eines Besuchers von Coruscant. Letztere war wegen des Rates der Jedi seltsam frustriert. Okay. So, und jetzt da unten nochmal. Aber wie kommen wir da unten rein? Vielleicht. Das war gütig von ihm. In diesem Bereich wurde meditiert. Und jemand, der den Orden der Jedi kannte. So, sechstens, ein gut versteckter Meditationsbereich. Wer auch immer hier war, kannte den Orden der Jedi. Beziehungsweise war sogar einer, würde ich sagen. So. Ach stimmt, jetzt müssen wir ja wieder hoch. Gut, das ist interessant. So, bitte einmal meditieren und speichern. So, fast kein restliches EP mehr. Oder, Mann, ich brauche fast nichts mehr. So, gut. Warte, ich mache mal eine kurze Pause. Ich brauche was zu trinken. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Macht's gut, bye bye.